Moin Leute, willkommen zu einer Folge auf dem Kanal und heute spielen wir Hearts of Iron 4 als die Russen. Ich habe das Spiel jetzt aus Versehen noch auf Englisch. Juckt jetzt gerade ehrlich gesagt keinen. Ja, ist egal. Wir können ja alle Englisch hier auf dem Kanal. Ich würde sagen, da ich das No Step Back DLC nicht habe, habe ich nicht wirklich viele Optionen, welchen Fokus ich runtergehe. Ich muss erstmal, warte. Erstmal Gummi, das kaufe ich mir ein, weil, wie brauche ich 5? Bei Brasilien. Hör mal. Ey, diese Schweine haben die mich abgezogen. Ah, ich hab keine Konvois. Warte mal, Leute. Okay, ja, ich brauche ja Konvois zum Handeln. Deswegen. Mann, ey. Wann startet die Sowjetunion ohne Konvoi? Mann, ist das laut, ey. Ich frage mich halt, wann diese... Hallo? Seit wann die Sowjetunion ohne Konvoi startet? Okay, wir gehen die Stalin-Weg runter. Sofern ich ihn auch umbringen würde. Den Bürgerkrieg kann ich mir gerade nicht erlauben. Nehmen wir Moskau, wunderschön. Muss erstmal gucken, wie viele Divisionen habe ich insgesamt. Tja, war noch laut. Schon gar nicht. Das reizt aber immer. Ich sortiere das jetzt mal. Das sind meine Truppen. Japan. Das reicht, die kümmern sich um. Ja. Die kümmern sich um Japan. Das ist, kann ich den auch umbenennen? Also ne, ich muss den erst in Frontlinie zuweisen, egal. Das ist auf jeden Fall der Rest. 116 Divisionen sind noch nicht mal 1 Million Mann. Sieht ja gut aus. Starten sehr gut. Dann erforsche ich jetzt erstmal Industriewesen. Damit ich ein paar Militärfabriken bauen kann. Oder nee. Ich baue die mal schon hier hinten. Im Ural. In Sibirien, ja, das sieht gut aus. Da sind jetzt ein paar. Bin ich bis 39, komme ich fertig mit. So, das Zentrum. Also wir müssen versuchen, die politische Paranoia loszuwerden, damit ich hier ein paar Anschlüsse machen kann. Das mache ich jetzt geschickt. Die Stalin Constitution. Ich hätte gern ein paar mehr Männer. Deswegen werde ich das Rekrutierungsgesetz ändern. Und das Ziel ist natürlich, gegen die Nazis zu überleben, in irgendeiner Hinsicht. Und das wird nicht leicht. Aber wir werden unser Bestes geben. Überleg gerade, ob ich nicht schon gleich die Japaner angreifen sollte. Könnte ich natürlich machen. Könnte ich machen. Egal. Hab ich immer noch keine Konvois? Ich meine komplette Zerstörerproduktion beenden. Damit ich endlich mal Konvois kriege. Logistik,
Dazu brauche ich Züge. Ich würde sagen, so viele Züge passen erstmal. So. Luftwaffe ist mir jetzt erstmal relativ egal. Sag mal. Konvoi sind nicht gut. Ich brauche Huaba. Ja, Umi. Dann das. Sozialismus in einem Land. Ich mache immer so ein bisschen Speedrun. Ich habe das jetzt auch erstmal auf leicht gestellt. Die Runde, weil mit der Sowjetunion habe ich zuvor nur selten gewonnen. Aber mal gucken. Das ist erstmal so diese Aufbauphase. Die Sowjetunion ist ja auch bis 1941 passiv. Ich fange gar nicht selbst meine Finger im Spiel ab. Und wow! Ist unser Land instabil. 38% Stabilität, 37% War Support. Das passt perfekt. Sowjetunion damals. Ja, Deutschland zum Beispiel. Mehr als doppelt so stabil. Und dann gleich das. Sobald ich das habe, kann ich die Kommentare, also das hier zum Beispiel, erforschen. Ich habe vor, was habe ich denn vor? Beispiel, ich werde das hier runtergehen. Werde ich mir Alaska holen. Ich werde nicht irgendwas Dummes mit den Alliierten machen, darauf habe ich keinen Bock. Das baut erstmal. 435. Und so. Industrie. Das Industriewesen der Heiligen Sowjetunion muss beschützt werden. Haben wir Moskau. Von der Grenze zu Polen bis nach Moskau ist mir ein bisschen zu kurz. Deswegen würde ich mir auch Ostpolen holen noch. Noch. Solange die Deutschen den Molotow-Ribbentrop-Pakt anbieten. So, aber auch zwei Verbündete. Die Mongolei und Tanutuba. Mit schlagkräftigen einer Division. Ja, revolutionär, ja, Volk. Aha. Und den mongolischen, der 4P Mori Divisier. Oh, vergessen, neuen Fokus zu machen. Man muss sich immer ein bisschen beeilen mit der Sowjetunion. Wenn man sonst von Deutschland angegriffen wird, bevor man all die Fokusse gemacht hat, die man machen wollte. Ich kann auch schon mal eine kleine Armee zusammenstellen, die sich was das? Ja. Die sich dann um Finnland kümmern wird. Schicke die noch dahin, jetzt ist die Armee ein bisschen zu groß. Aber egal. Der gute... Ne, Schukow hat irgendwie kämpft, oder? Doch, ich mache jetzt einfach Schukow. Ich soll eigentlich Ivan Gonev machen, aber... Scheiß drauf. Was ist das denn jetzt? Mao Zedong, wow.
Ja, komm, machen wir so. Jetzt gerade gehen die Japsen ab. Ja, die Japsen gehen gerade richtig ab. Wollen die sich austoben? Die USA kommt früh genug. Der Ernst des Lebens. Frühe Mobilisierung. Concealment. Aber keine guten High Commands hier. Armor. Armee Defense, ja, Verteidigung wird wichtig sein. Gegen die Nazis, sonst aber mache ich erstmal nichts. Derzeit kann ich schon mal das machen. Diese Fokusse würde ich gerne alle rechtzeitig beenden noch. Bessarabien hier brauche ich noch. Die Rumänen werden auch ganz abartige kleine Schuften, Ganoven. Das werden noch Ganoven. Die Rumänen, das sind jetzt noch ganz friedliche. Das werden noch Ganoven. Ich sag's euch, damit wir uns hüten. Ja, vielleicht kann ich ja kommunistischen Coup machen. In Bessarabien. Mach ich mal eine Revolution, ne? Vielleicht kann ich dann sogar einen Verbündeten kriegen. Oder zumindest lassen die mich dann in Ruhe. So, ich kann schon mal gucken, dass ich Alaska von den Amis bekriege. Ein Vertrag mit den Deutschen mache ich einfach mal. So, Japan greift jetzt China an. Irgendeine Things sagt mir, die werden nicht sehr erfolgreich sein. Das muss diese politische Paranoia loswerden. So, den Fokus muss ich gleich machen. Und dann bis dahin. Bis hierhin. Ja, bis dahin. Alles darunter ist eigentlich unwichtig, das brauche ich nicht. Das kann ich alles machen, wenn ich mit den Deutschen fertig bin. Es soll einen kleinen kalten Krieg geben mit den Alliierten. Na, ich kann nicht die ganze Zeit irgendwelche Generäle abschlachten lassen. Das ist so Stalin-mäßig, aber ich brauche die vielleicht noch so. Versteht ihr? Deswegen muss man kurz was gucken. Wartet. Passt, okay. Ich wollte nur gucken, ob mein Mikrofon auch verbunden ist. Manchmal funktioniert das nicht so richtig. Jetzt warten wir nochmal 175 Tage. Und dafür muss ich die politische Paranoia loswerden. Dann kann ich schon mal meine Kriegsfokusse beenden. Den Mobilisierungsplan verstärken. Ich habe hier an der finnischen Grenze. Ach, geh doch mal weg, ey. Sehr schlechte Einheiten. Das ist furchtbar. Also die sind von Verschleiß übersät. Ja gut, warte. So. Mann. Vorsichtig, so. So, plus so. Kümmere ich mich hier drum. Dann wird hier auch meine Hauptoffensive nach Helsinki sein. Unter Ivan Konev. Der Rest ist da und wartet einfach. Und dauert auch noch, bis ich die Finnen angreife, ne? Locker noch 2 Jahre mindestens. So. Naja, also mit Kavallerie kann ich ja nichts anfangen, da brauche ich nichts. So, Frankreich und Großbritannien lecken sich jetzt gegenseitig den Arsch. Passt, gegen die Deutschen. Wenn die Franzosen trotzdem reinscheißen.
Ist immer so. Nein. So. Trotzki töten. Ja, macht Spaß, Trotzki zu töten, aber was soll ich damit, weißt du? Ja, guck mal, wie viele Leute ich hier die ganze Zeit töten muss, ey. So, hier in Leningrad. Hier haben die Truppen keinen Verschleiß. Aber jetzt guck mal, was die Truppen hier für einen Verschleiß haben. Ja, Gatow. Und hier hat der Feind 3 Divisionen. Wenn die jetzt gleich... Wird nix. Die überrennen mich. Muss ich gucken, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Oh Mann, was ist hier schon wieder für ein Border Gore? Aber die Japaner haben Fortschritt in China. Sieht doch schon wieder gut aus. Oder zumindest besser. Mit den kommunistischen Chinesen. Oh, mögen mich aber nicht so. Das mach ich mal. Ja. Ich werde denen jetzt aber auch nicht irgendwelche Kriegsgüter schicken. Habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Der T34 ist ab. Ich kann schon mal den KV-1 abforsten. Habe ich den schon etwas früher. Boah! Wird hässlich langsam. Die Deutschen drehen ein bisschen auf. Ab jetzt wird es hässlich für Europa. Und gleich fressen die noch die Tschechoslowakei auf. Und dann gucken die, ob die in Polen was packen. Tun die aber nicht. Danzig. So, das können wir jetzt machen. Dann gucken wir gleich mal, dass wir Finnland töten. Oh, ich hab hier Nachschubprobleme, ey. Ich kann jetzt hier an der gesamten Front eine Supply Hubs bauen. Ja, bitte. Immer bauen. Das passt erstmal von der Verteidigung her. Da habe ich ja jetzt was gebaut, okay. Eigentlich steht die Front jetzt gut. Das sind insgesamt etwas über 200.000 Mann. Pass. Mit Schukow und Gunev. So, das brauche ich ja nicht. So, und jetzt kann ich mir nämlich erstmal Alaska holen. Da habe ich noch sehr viel Zeit, wenn ich gerade gucke. Derzeit trainiere ich schon mal neue Divisionen. Muss immer auf dem Laufenden sein. Ich habe noch keine mittleren Panzer. Tatsache. Ja. So, der BT-7. Für den T-26. Gut. Keine Panzerdivision, wenn ich immer gucke. Das kann so nicht weitergehen.
Indien. Die Inder machen irgendwas jetzt. Dem Typen, der mich sehr, sehr seltsam anstarrt. Ja! Die Revolution! So. Ich dachte erstmal, nein! Die verlieren noch. Ja, okay, Alaska habe ich. Aber ich muss jetzt ganz schnell den Watt schicken. Ganz schnell. Ach, komm. Komm, ihr kriegt alles. Treibstoff. Ja, nee, okay, so viel nicht. So, Züge kriegt ihr ein paar. 40. Okay, oh mein Gott. Nein, Mann. Warum sind Revolutionen so verdammt ineffektiv? Immer direkt noch einer. Diesmal in, ich brauch, es muss gut sein. Sarabian hat irgendwie nicht genug geballert. In, Sarabien. Die Revolution ist beendet am 27. September 1939. Ich hoffe, da sind die noch nicht in einem Bündnis mit den Deutschen. Ich werde dann in der Zeit bis dahin Wargoals machen gegen die. So. Baltische Sicherheit. Mal gucken. Wie sieht Alaska aus? Ah, wunderschön. Das ist jetzt ein schlechter Kontrast mit Kanada, aber wunderschön. So wie es sich gehört. Anti-Tank. Brauche ich noch. Produzieren wir auch immer noch. Ja, gut, gut. Ich muss mal denen Anti-Tank zuweisen und Anti-Air. Hier. Ja, ich habe nicht genug. Scheiß drauf. Das ist erstmal gut. So, Japan kommt mit weiter. Wie wird's sehen? Das war's schon mit denen. Mit ihrem Vormarsch. Und ich sag's mal so. Das ist nicht mal annähernd genug von dem, was man braucht, um die Chinesen zu besiegen. Ja, nicht Angriffspakt bekommt ihr alle von mir. So. Mal gucken, wie es hier aussieht. So. Xinjiang, die sind ja auch kommunistisch. Xinjiang ist ja nur eine scheiß Wüste. Wüste Gobi oder wie es hieß. Diese asiatische Fake-Sahara. So, und jetzt holen wir uns Leningrad. Und währenddessen werde ich jetzt Ultimatum an die baltischen Staaten. Shit. Ist das nicht schön? Oh, oh. Die Front in China kollabiert gerade. Aber die haben die hier können die hinter dem Fluss halten, die Chinesen. Solange die das aufrecht halten, können die abziehen machen. Dann haben die Deutschen sich, okay, gut, gut und perfekt. Sieht das nicht schön aus? Nein, tut's nicht, weil Polen immer noch seinen Schwanz da drin hat. Und deswegen wollen wir jetzt schnell machen. Warte mal. Ich mach das anders. Wir haben eine... Die... World Tension ist scheiße hoch.
Ich hoffe. Weil solange die World Tension unter 25% bleibt, können die Alliierten keine Länder die Unabhängigkeit garantieren. Und da würde ich jetzt gleich Polen einfach mal angreifen, würde ich sagen. Aber dafür muss sie unter 25% bleiben. Und das ist jetzt gerade verdammt nah an der Kante. Also Deutschland oder Japan oder auch teilweise Italien müssen jetzt nur eine dumme Sache machen und naja. Oh nein. Bitte nicht. Bitte garantiert die nicht. Nein! Ihr Briten Schweine! Naja, den Fokus musste ich so oder so noch runtergehen. Kümmere ich mich um Finnland halt später. Mann, ey. Oh, wow. Da haben die jetzt aber eine D-Day gemacht hier. So, Italien ist jetzt Teil der Achsenmächte. Ja, hässlich, 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 hässlich. Kann ich gerade wirklich nicht anders beschreiben. Ich könnte jetzt die Polen angreifen, aber es wäre ein Krieg mit Britannien. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt. Oh Mann, scheiße. Ich habe vergessen, so zu machen. Ah. Ja. Fuck, das habe ich komplett vergessen. Den Claymont Reservoir cancel ich mal kurz, weil ich da ja gerade eine Revolution mache. Ja, komm, Mann. Das schaffe ich mal rechtzeitig. Weil, ja, im September ist schon die Revolution. Ja. Kacke. Bin ich ein bisschen zu spät, also das wird nix. Wäre eine gute Idee gewesen, aber ich habe leider reingeschissen, was das angeht. Kümmere ich mich erstmal um Finnland. Die Taktik steht. Kunev wird sich darum kümmern. Na, gucken wir mal. Wir auch ein paar Panzer. So, die werden jetzt sehr wahrscheinlich abgehen. Und der Zweite Weltkrieg beginnt gerade. Oh, Finnland hat akzeptiert. Das ist sehr blöd, weil ich eigentlich schon scharf darauf war, die anzugreifen. Tja, mach ich noch. Claim of Bessarabien, ja. Schaffen wir nicht mehr rechtzeitig, die mal annähernd. Deutschland zerstört Polen komplett in jeder Hinsicht. Neunundneunzig, okay. Revolution. Aber die haben schon wieder nix. Gucken, kann ich irgendwas machen? Die haben keine Truppen. Das ist das Problem. Ja. Ja, Polen, du hast schon verloren. Ich greife die mal nicht an. So, jetzt gleich muss ich mit Deutschland Ostpolen geben. Justification kann ich auch stoppen.
Ja, gut. Das wurde uns gegeben. Groß Rumänien gibt uns jetzt das. Okay, und jetzt haben wir gerade sehr, sehr große Landgewinne gemacht auf einem Strich. Wir gehen an die Grenze hier. Trink mehr. Und die. Ich muss mal kurz meine Division ein bisschen verschieben. So. Dann die Ostdivision. Oberkommando hat Voroshilov. Rokossowski. Was sind das Namen? Und du. Den teile ich nochmal auf. Ist ja viel zu überfüllt. Warte mal. So, hier sind nur noch gute Generäle. Ja. Oder ich glaube sogar noch besser. Guter Experte. So. Stalin-Linie. Molotow-Linie ist aber nicer. Kann ich mehr was anfangen. Finnland würde ich gerne zu einem Marionettenstaat machen. Die haben verschleißen wenig. Ist mir aber scheißegal gerade. Boah, dauert das noch. Bis dahin bin ich doch schon mit den Deutschen im Krieg. Okay, hier geht's los. Hier geht die Party ab. Niederlande wird komplett zerstört. Durch Belgien kommen die Deutschen. Luxemburg chillt da. Deutschland greift Norwegen an. Ah, wird spannend. Ob die Alliierten jetzt diesen Ansturm standhalten können oder nicht. Aber sie hat wahrscheinlich nicht. Oh, die Alliierten. Mit ihren gespammten Naval Invasions. So kennen wir die. Aber komplett reingeschissen. Ihr schickt mal besser Truppen nach Frankreich, anstatt irgendwo da oben in Hamburg Truppen zu landen. Also ist mir ernsthaft. Gibt's doch gar nicht. Zur KI in diesem Spiel. Industrien den Ural verlegen. Ja, das mache ich ja auch noch. Das war's mit Frankreich. So. Finnland. So, mal sehen. Da, der Panzer kommt da gut durch. Ab nach Helsinki. Die töten wir an einem Tag. Mann, wo gehst du hin? So. Die hier bewege ich keinen Meter. Paris ist gefallen, Frankreich will jetzt kapitulieren. Aber das war's eigentlich. Und hier in Finnland, hier wird die Frankreich. Ja. Und hier in Finnland habe ich mir das alles ein bisschen erfolgreicher vorgestellt. Versuche es mal Helsinki einzukesseln. Ja,
Kann ich mit ein bisschen Flugzeugen unterstützen? So. Meine Flugzeuge können die finden nichts machen. Den kesseln wir ein. Gut, 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 gut. Helsinki muss ich einnehmen. Boah, die Deutschen geben jetzt schon Vichy Frankreich wieder hier starten. Ah! Was habt ihr getan? Was machen meine Generale da? Die konnte eingekesselt werden. Warum kapitulieren die Finnen nicht? Ich hab Helsinki. Tja, da sehe ich nur eine Lösung. Eine Offensive an der ganzen Front entlang. Schukov, ich zähle auf dich. Schaffst du das schon. Komm, Schukov, bitte enttäusch mich nicht. Die schicken mir ein Angebot zum Frieden, sollte ich annehmen? Okay. Nehmen an, ich wollte das Gebiet haben, habe ich es gekriegt. Na komm. Ist jetzt nicht ganz das, was ich halt haben wollte, alles, aber passt schon. So, Industrien den Ural verlegen. Hier habe ich jetzt frische Truppen. So, du an die, in die ungarische Front sieht gut aus, hier an die deutsche Front noch. So. Die Stalinlinie sieht sehr traurig aus. Geht aber noch ein bisschen fetter. So. Bring ich das alles mal auf Level 3. Gucken wir weiter. Also Großbritannien hat reingeschissen, Frankreich zu verteidigen. Hier in Afrika sieht es ja nochmal 20 mal schlimmer aus. Das wird eine traurige Runde. Für die Alliierten. In Japan sieht gut aus. Ungarn. Oh. Will nicht mehr. Aber die ganze Industrie in den Ural. So. Japan greift eigentlich nicht an, ne? Die machen nix, sind ganz liebe. So, weil die Hauptgefahr geht eigentlich immer hier von den Deutschen aus. Deswegen baue ich da auch gerade die ganzen Verteidigungsanlagen und so. Schmerzt mir das Herz, wie scheiße krass man reinscheißen kann. Hier in Afrika. Italien hat die ja komplett überrannt, Alter. Deswegen spiele ich das Spiel auch lieber mit Mods. Weil das ist ja traurig. So, ein bisschen Propaganda verbreiten. Das können wir hier, können wir irgendwelche.
Okay, ja. Hier habe ich Decisions. Tula. Also sobald die Deutschen angreifen und ich die Kontrolle über diese Gebiete verlieren sollte, werde ich die Industrie schon in den Ural verlegen. Wie es der gute Stalin getan hat. Ja, Gato! Ja, Gato! Ja, Schokow kann schon den Arsch an die Front bewegen. So, das. Das war's. Wir scheißen so rein. Wenigstens habe ich jetzt das hier oben nicht genommen. Da muss ich keine nördliche Front verteidigen. Ja, keine schmale Grat hier. Der Finn verteidigt das. Und nicht die Deutschen nicht direkt hier oben. Grenze. Oh, süß. Dänemark existiert noch. Artillerie. Hier habe ich noch der erste Weltkriegsartillerie. Hello. Anti-Air, Anti-Air, Anti-Air. Braucht man bessere Anti-Air. Blau noch. Gute Produktion. Zwei in der Woche. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich was wird dann gegen die Deutschen, wenn ich zwei Anti-Air in der Woche produziere. Jetzt das ist gut. Zwei pro Tag. Drei in der Woche. Mal sehen. Anti-Air, ja, da verliere ich. Da bin ich im Minus. Bei Heavy Tanks, bei Light Tanks. Aber schon gut, dass ich die ganze Industrie jetzt in den Ural direkt gebaut habe. Das ist sehr, sehr gut. Und es wird langsam spät. Also es wird langsam 41 und wir wissen, was 41 passiert. Und ich versuche, mein Militär so gut wie möglich vorzubereiten. Ich fahre hier eine Verteidigungslinie. So fett, dass ich da selbst nicht durchkommen würde. Und die Deutschen dann null durchkommen. Es soll keinen einzigen Durchbruch geben, nicht einen einzigen Durchbruch. Darf es geben. Jetzt sind wir am Arsch. Ich brauche jetzt so viele Forts. Boah. Das dauert jetzt. Ich sollte fertig werden damit. Scheiß mal auf die Militärfabriken. Die haben gerade eine niedrigere Priorität. Also Japan geht richtig ab. Die rasieren China gerade. Aber denen geht es auch nicht mehr wirklich großartig voran. Ah, hier haben die Briten mal ein bisschen Erfolg gehabt. Vielleicht können die ja in Afrika doch noch was reißen. Glaub ich jetzt nicht, aber kann ja sein. Oh, Griechenland existiert ja auch noch. So süß immer. Da sieht man schon, wie die Deutschen ein paar Truppen formieren an meiner Grenze, so hinterlistigen Schweine. So ganz unauffällig. Ich will es nicht merken. Rumänien wird gleich den Achsenmächten beitreten. Und dann habe ich die riesige Front zu den Achsenmächten. Habe ich den Salat. Aber jetzt erstmal ist die deutsche Front sehr weit weg von Moskau. Kann ich erstmal ein bisschen entspannen. Und es ist 41, Leute. Großbritannien versucht gerade
D-Day. Wie man sieht, ohne wirklich annähernden Erfolg. Naja, sie haben es versucht. Und ich hoffe einfach nur, dass so ein bisschen mich mal mittleren Panzer kriege. So. Ich kann jetzt auch gute Vorlagen machen. Anti-Tank, Anti-Air. Zweimal Artillerie, okay, Artillerie kann ich zweimal machen. Scheiß auf. Also ist aber gute Panzerdivision. Das wird niemals rechtzeitig fertig hier. In keinem Universum wird das jemals rechtzeitig fertig. Deutschland übernimmt ganz Europa. Ja, Rumänien ist jetzt der Achse beigetreten. Wunderbar. Das ist einfach großartig. Ich kann gar nicht gewohnt fassen, wie toll das gerade ist. Wunderbare Nachrichten. Ich kann ja jetzt Propaganda machen. Das goldene Idol des Kapitalismus. Ja, wunderschöne Propaganda. Mehr Metall bedeutet mehr Waffen. Diese sowjetische Kriegspropaganda, ey. Da kann ich irgendwas machen, irgendwas erforschen, mal sehen. Lass mal meine Atomforschung beginnen. Ich hätte gern noch eine Atombombe auf Berlin. Ich hoffe, in dem bin ich übel. Oh, hier muss ich mehr erforschen mit dem Zweig. Hier bin ich sehr weit hinten. Und Japan nähert sich Chongqing. Aber da muss man erstmal hin. Wenn Chongqing fällt, kapitulieren die Asien-Typen, ja. Die Asienmächte, da muss man halt wirklich erstmal hin. Oh, Mann. Was soll ich jetzt erforschen? Das. Wow! Leute! Deutschland hat gerade den Nicht-Angriffspakt beendet! Meine Befestigungen sind nicht bereit! Ja, hier habe ich drei stehen immer. Vier, drei, das reicht doch nicht! Komm, machen wir einfach. Japan hat die Philippinen angegriffen, also die USA. Haben die Kriegsziele gegen mich? Deutschland hat aber keine Kriegsziele gegen mich bisher. Das heißt, sie können mich noch nicht angreifen. Polen hat eine sehr schlechte Meinung von mir. Das ist mir scheißegal. Die Polenschweine, denen gebe ich noch eine schöne Befreiung. Dann sehen die schon noch, wie die stehen, wie ich die befreie, die Polen. Oh! Boah! Diese Nazi-Schweine, ey. Das wird eine abartige Nummer. Ich brauch Panzer. Hier kann ich Anti-Air, Anti-Tank, Artillerie, nochmal Artillerie. So, komm. Ich muss viele Einheiten platzieren. Deutschland ist kurz davor anzugreifen. Vor allem hier im Norden haben die schon wieder so abartig unnormal viele Truppen. Oh! Der Süden! Oh! Hilfe!
Oh! Ich glaube, mir wird schlecht. Hier haben die nichts. Hier still ich, hier still ich. Aber, ah! Oh. Und hier habe ich jetzt auch noch schlechte Versorgung. Oh nein. Mir wird da gerade ganz mulmig. Was kann ich machen? Mach ich das? Oh mein Gott. Seht ihr das alles? Ah, nein! Die Nazis greifen an! Bisher nur Deutschland und Italien, Ungarn. So, Unterstützung ist da. Sofort an die Grenze, sofort! Komm, ich brauche irgendeinen mit guten Verteidigungssets, den. Ah, sie sind durchgebrochen! Okay. Industrie in den Ural! Scheiße! Oh mein Gott. Okay, let please, Kicklin, please. Jetzt muss ich gucken, was soll ich machen, Scheiß drauf, Respect Matches. Es wird ernst, Leute. Ja, komm. Oh Mann, warte, ich guck mir das mal an. Oh mein Gott. Ich überlege. Ja, ich weiß, wie ich machen will. Ich bin in einer großen Front zusammen habe. Mann, wo hat er denn noch sein Befehl, der Typ? Ach hier, Schweine. Jen. Okay. Das sind jetzt, wie viele Männer habe ich jetzt gerade? 2 Millionen. Boah. 2 Millionen Check, ausgerüstete Soldaten. Die Amis greifen gerade in den Krieg ein. Das ist schon mal gut. Ah! Da war gerade ein fetter Kessel. Oh mein Gott, raus hier! Das wird ein Kessel! Raus hier! Oh! 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 Boah! Wie viele Truppen sind das? 53 Divisionen! Oh! Alles gut, es wird alles gut. Alles gut, es wird alles gut. Immer weiter Truppen ausbilden. Desperate Metal, oh mein Gott. Die Deutschen sind viel zu OP. Die sind viel zu schnell. Die sind viel zu schnell unterwegs mit ihren scheiß Panzerdivisionen. Hilfe! Wo sind meine ganzen Truppen? Haben die gerade... Boah. Meine Generale sind solche Schweine! Muss ich einfach mal sagen, alle. Wie kann man denn so schlechte Generale sein? Gibt's da gar nicht. Immer weiter Truppen ausbilden. Immer weiter. Nee, so. Boah. Mein Truppen laufen gerade in einen Kessel nach dem anderen. So. In der Ukraine. Da kommen Papisse immer aus Finnland. Kiew ist gefallen. Oh Gott. Ich muss mich mal fangen, ey. Ich muss mich fangen. Was ist das hässlich? Alles gut, unsere Industrie ist immoral. Oh mein Gott, da gibt's auch noch. Das hier habe ich ganz vergessen. Ich hab hier keinen. Komm, fördern wir den Typen. So. An die Front. Defensiv.
Offizierskorps. Haben wir nicht genug für... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, die USA schickt ein bisschen was. Komm, bewegt euch. Die Deutschen schaffen es uns noch nach Stalingrad. Ah, schon wieder ein Kessel. Komm, verpisst euch! Ich befehle sofort den Rückzug. Oh mein Gott. Das wird hässlich gerade. Das wird gerade richtig hässlich. Boah, schon wieder. Sind das Kessel, ey. Ich habe so schlechte Generäle. Das gibt's gar nicht. So schlecht kann man gar nicht sein. Ah, oh, ich habe den jetzt immer noch in krassen da. Hilfe, warum ist hier an der südlichen Flanke nichts? Meine Fresse. Stalingrad wird noch fallen, wenn das so weitergeht. Oh! So. Jeder Erwachsene in die Armee. So. Ich sonst keine Truppen mehr hab. Gegenoffensive. Sogar die schlägt fehl. Moskau muss verteidigt werden. Die Deutschen sind jetzt schneller bei Moskau angekommen, als ich es gehofft hatte. Stalingrad! Nein! Nein! Leningrad! Nein! 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 Moskau! Oh mein Gott, das ist ein Albtraum. Moskau ist gefallen. Nicht auch noch Stalingrad, komm schon. Stalingrad muss verteidigt werden. Hier, die Wolga überqueren, komm! Mann! Immer mehr und mehr Truppen reinschicken. Einfach rein hier, einfach rein. Gewinnen wir noch, doch, doch. Endsieg. Warum sind die Deutschen so OP? Warum haben die keinen Verschleiß? Warum hab nur ich Verschleiß? Warum noch so viel? Oh mein Gott, meine Industrie geflöten. Oh mein Gott, das ist ein Albtraum, das ist der blanke Albtraum. Stalingrad! Komm, nicht auch noch Leningrad. Leningrad wird mich nicht enttäuschen. Gewinnen wir noch den Krieg. Komm, wir verlassen mal. Das hier, die Krim verlassen wir mal. Das ist nur ein einziger Kessel. Kommt! Die Alliierten machen aber auch nichts! Die sitzen seit einer halben Stunde in Afrika und es hat sich kein Meter bewegt, ey! Die machen nichts! Das war's. Das haben wir verloren. Ich habe keine Division mehr. So gut wie. Leningrad fällt. Tja. Dann werde ich jetzt mal kapitulieren. Bringt doch nichts. Hoffentlich behandeln mich die Deutschen nicht zu böse. Okay, es ist Alaska übrig geblieben von mir. Das ist doch auch was, ne? Alaska ist übrig geblieben. Ansonsten, das typische Border, man kennt es, Italien hat aus irgendeinem Grund das hier eingenommen. Ich weiß nicht, was die damit wollen. Die Alliierten waren schon wieder grottenschlecht. Ich glaube, nächstes Mal spiele ich wieder Großbritannien oder so. Weil als Sowjetunion will man ja auch komplett im Stich gelassen von denen.
Die Briten, die sind solche Schweine, ne? Die sind so schlecht, dieser fette Wichser da. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich die Briten hasse in Hearts of Iron 4. Kann ich gar nicht in Worte fassen, die machen nix, das sind scheiße. Die haben in Frankreich verkackt und die haben verkackt, mir zu helfen. Das sind solche Schweine, diese Briten, naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.